Frau Professor Maria Böhmer. Sie ist Direktkandidatin für die CDU im Wahlkreis 208 Ludwigshafen-Frankenthal und ein Teil vom Rhein-Pfalz-Kreis. Frau Böhmer, Endspurt, Zielgerade vom Wahlkampf. Wir sind angekommen heute Morgen hier in Oggersheim auf dem Markt. Letzte Wahlkampfveranstaltung, beziehungsweise eine der letzten Wahlkampfveranstaltungen. Wie ist der Wahlkampf bisher aus Ihrer Sicht gelaufen? Also ich freue mich, dass ich heute hier in Oggersheim auf dem Markt bin, denn es gibt Gelegenheit, noch einmal mit vielen Menschen zu sprechen, so wie in den letzten Wochen. Und ich muss sagen, es war eine wirklich gute Zustimmung, viele gute Diskussionen. Und ich glaube, alle haben jetzt verstanden, es gilt, zur Wahl zu gehen. Es gilt, jede Stimme zu mobilisieren, denn es wird ein knappes Rennen am Sonntag. Aber es kommt darauf an, dass unser Land weiter gut regiert wird, mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin an der Spitze. Und natürlich würde ich mich über eine große Zustimmung hier im Wahlkreis freuen, denn das hilft, die Anliegen im Wahlkreis in Berlin durchzusetzen. Am Mittwoch war noch mal eine Kabinettssitzung, so kurz vor den Wahlen. Was wird in einer Kabinettssitzung vor den Wahlen, mitten im Wahlkampf, was wird da noch beschlossen? Also es war ganz klare Sache für uns als Bundesregierung, dass wir natürlich tagen, auch in der Woche vor der Bundestagswahl, denn wir haben eine große Verantwortung für dieses Land, die gilt es wahrzunehmen. Und ich habe eine Chefin, die ganz klar sagt, es kommt darauf an, dass es in Deutschland gut weitergeht. Angela Merkel und das Bundeskabinett, wir haben am Mittwoch uns dem Thema Mindestlohn gewidmet. Es lagen drei Tarifvereinbarungen vor. Einmal das erste Mal für den Bereich der Steinmetze, dann für das Baugewerbe und für die Gebäudereiniger. Diese Tarifabschlüsse, die getätigt worden sind für Mindestlöhne, erstmals für die Steinmetze, für die anderen beiden Bereiche Erhöhung, die haben wir für allgemeingültig erklärt. Und damit gibt es jetzt für 14 Branchen Mindestlöhne. Branchenbezogene Mindestlöhne. Und wichtig ist auch, dass die Tarifpartner, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber ihre Verantwortung wahrnehmen. 4 Millionen Menschen sind jetzt davon erfasst. Und was mich besonders gefreut hat, ist der Abschluss für die Zeitarbeit. Denn hier haben die Tarifpartner sich verständigt, dass es jetzt für Zeitarbeiter eine Erhöhung gibt. Das ist wichtig. 800.000 Menschen, die davon profitieren werden. Und die Bundesarbeitsministerin hat erklärt, auch dieser Mindestlohntarifvertrag wird so schnell wie möglich für allgemeingültig erklärt. Sie sind ja im Prinzip unsere Bundestagsabgeordnete aus unserem Wahlkreis und Sie sitzen mit am Kabinettstisch, dort, wo unmittelbar Gesetze umgesetzt werden, wo sie beraten werden, wo Politik spürbar gemacht wird, sage ich jetzt einfach mal so. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass eine Person mit am Kabinettstisch sitzt, grundlegend in der Politik aus unserer Region, aus Ludwigshafen, aus Frankenthal, aus dem Rhein-Pfalz-Kreis? Also ich habe das in entscheidenden Fragen immer als sehr, sehr wichtig empfunden und das hat sich beispielsweise gezeigt, als es um die Frage geht, können wir den Bund davon überzeugen, dass die Sanierung der Hochstraße hier in Ludwigshafen bitter notwendig ist, dass die Straße überregionalen Charakter hat und damit auch eine Bundesförderung erhalten kann. Ich bin in jeder Kabinettssitzung zu dem Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer gegangen und habe ihm das vor Augen geführt und das hat dann das Ergebnis gehabt, dass Peter Ramsauer persönlich nach Ludwigshafen kam, dass er sich die Hochstraße angeschaut hat, dass er bis nach oben geklettert ist, um sich davon zu überzeugen, wo der Sanierungsbedarf am größten ist. Und das Ergebnis war dann, dass er mir zugesagt hat, schriftlich zugesagt hat, auch gegenüber der Stadt, dass der Bund sich mit einem Drittel an den Kosten beteiligen wird. Jetzt sind wir hier in Ludwigshafen mitten in der Planungsphase. Es ist die Frage, wie die Sanierung laufen wird. Aber er hat mir auch noch einmal deutlich gemacht, als ich ihn am Rande der Kabinettssitzung ansprach, dass der Bund selbstverständlich zu seiner Zusage steht. Aber hier vor Ort muss dann klar sein, wie die Sanierung laufen soll. Das Zweite ist, was mir wichtig ist, und dafür habe ich sehr hart gekämpft, das ist die Mütterrente. Viele Frauen, die vor 1992 Kinder geboren haben,
haben nur sehr niedrige Renten, weil sie ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben oder gar nicht mehr in den Beruf zurückgekehrt sind. Sie bekommen nur ein Kindererziehungsjahr derzeit in der Rente angerechnet. Die Mütter, die nach 92 Kinder geboren haben, für die haben wir schon durchgesetzt, dass sie 3 Kindererziehungsjahre bekommen. Und jetzt habe ich erreicht, und das war ein sehr intensive Auseinandersetzung, dass wir für die Mutter vor 1992 die Mütterrente verbessern werden ab 2014. Und es ist kein Finanzierungsvorbehalt da. Das Geld ist in der Rentenkasse vorhanden. Ich sage, die Mütterrente kommt. Wenn Sie jetzt einen kurzen Rückblick machen auf die letzte Legislaturperiode und vielleicht ein kleiner Ausblick, was hat Sie besonders berührt neben der Mütterrente, beziehungsweise besonders gefreut, dass Sie es umsetzen konnten? Und was werden Sie jetzt anpacken, wenn Sie am 22. wieder gewählt werden, beziehungsweise natürlich dann auch in der Regierung dabei bleiben? Also ein Thema, was mich immer wieder umtreibt, das sind die Chancen junger Menschen, Kinder, Jugendlicher. Und da geht es mir darum, dass schon im Kindergarten eine frühe Förderung beginnt, mit der Sprachförderung, aber auch Kinder gut vorzubereiten auf den Schuleintritt. Deshalb habe ich mich gerade in unserer Region auch für das Programm Frühe Chancen eingesetzt. Und hier will ich weiter am Ball bleiben. Nach dem quantitativen Ausbau der Kinderbetreuung für die unter 3-Jährigen, den der Bund immerhin mit 5,4 Milliarden Euro bezuschusst. Das Land hat hier seine Verantwortung nicht wahrgenommen, leider. Geht es jetzt darum, qualitativ im Kindergartenbereich noch weiterzukommen. Und wir brauchen auch eine faire Bezahlung für die Erzieherin und eine gute Ausbildung und Fortbildung für die Erzieherin. Das wird ein Schwerpunkt meiner weiteren Arbeit sein. Genauso geht es mir darum, dass alle Jugendlichen eine gute Ausbildung erhalten. Ich leite derzeit den Nationalen Ausbildungspakt, habe Ausbildungskonferenzen in ganz Deutschland, natürlich auch hier in Ludwigshafen durchgeführt. Setze mich für Ausbildungspatenschaften ein. Das ist wichtig, damit man nicht nur einen Ausbildungsplatz hat, sondern die Ausbildung auch gut abschließt. Denn das ist die Eintrittskarte in ein erfolgreiches Berufsleben. Hier werde ich am Ball bleiben, denn es geht um gute Chancen für junge Menschen, die es zu realisieren gilt. Und der dritte Punkt für mich ist, ich bin für Integration zuständig. Und unabhängige Wissenschaftler haben uns jetzt in dieser Woche noch einmal gesagt, das Integrationsklima in Deutschland, aber auch die Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, die haben zu deutlichen Verbesserungen geführt. Wir stehen in Deutschland besser da als in unseren Nachbarstaaten in der EU, aber wir haben noch großen Handlungsbedarf im Bereich der Sprache, im Bereich der Bildung und Ausbildung und am Arbeitsmarkt. Hier will ich am Ball bleiben. Das ist ein großes Thema für mich. Und ein Meilenstein war das Gesetz zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen. Das ist nicht nur wichtig für die Migranten, das ist auch wichtig gerade in unserer Region, wenn es um die Gewinnung von Fachkräften geht, ob im Handwerk, in der Industrie oder im Handel. Denn wir haben eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit, im Landkreis sogar fast Vollbeschäftigung und händeringend werden Fachkräfte gesucht. Hier will ich helfen, dass unsere Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben mit guten Mitarbeitern. Auch das ein wichtiges Thema für die Zukunft. Es gab jetzt, vielleicht abschließend die Frage mit einer kurzen Antwort, es gab jetzt die Diskussion nach der Bayernwahl um die Zweitstimmenkampagne der FDP. Was sagen Sie dazu? Also es ist ganz klar für uns in der CDU, wer weiter Angela Merkel als Bundeskanzlerin haben möchte, der muss mit beiden Stimmen die CDU wählen. Dass die FDP um ihre Stimmen wirbt, das versteht, glaube ich, jeder. Aber ich sage ganz klar und an alle Wählerinnen und Wähler für den Sonntag, schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Geben Sie mir die Erststimme hier im Wahlkreis und geben Sie Angela Merkel als Bundeskanzlerin die Zweitstimme, damit Deutschland, damit die Menschen hier in diesem Wahlkreis in eine gute Zukunft gehen können.